Ja, so soll das aussehen. So Massenexekution von Gegnern, da bin ich dabei. Jo, bei den allen drei Höckern bin ich auch dabei. Es gibt da ein Dromedar, das hat einen Höcker. Es gibt ein Kamel, das hat zwei Höcker. Und es gibt die netten Frauen in den rot belichteten Straßen. Die haben, wenn es hinkommt, auch mal drei Höcker. Ja, okay. Ah, ich... Oh, scheiße, das war ein Volltreffer, aber... ich glaube, das ist die Lanze, die die Wölfe für ein wenig bewegungslos macht. Aber gut. We're here to save you. Hä? Oh. Where's Dylock? Huh? Hmm? Maybe where the witch is? I wonder? It's useless. It's like the life forces have been totally drained. Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Ich gehe nach Hause, ja genau. Schön mal noch den Dienst verweigern, ne? Na gut, so, dann werden wir erstmal wieder ein bisschen hier einkaufen müssen. Nach dem, was wir gerade auf die Klöten gekriegt haben. Und abspeichern können wir auch. Als alles geil. Abspeichern werden wir hier auf jeden Fall müssen, denn wir kaufen auch nochmal für 60 Eier ein paar Schokis. Jetzt hätte ich fast vergessen abzuspeichern. Boah, wäre das bitter gewesen, ey. Vor allen Dingen, wenn wir da auf den Sack kriegen sollten. An der Stelle, wo das Spiel für die meisten Secret of Mana Rookies zu Ende geht. Inklusive mir. Oder, ja, es ist nicht da zu Ende gegangen, aber es war der erste große Stolperstein im Spiel. Nennen wir es mal so. So, da ihr ja so schön da rumlungert, dann hier mache ich euch mal damit platt. Eure Erfahrungspunkte, sie sind mir immer noch was wert. Und natürlich euer Geld. So, diese Ei, ist das nicht auch ein Film? Also nicht Ei wie Auge geschrieben, sondern einfach nur das große I. Ist das nicht so ein Disney-Film oder so? Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Boah, ich weiß es nicht, aber klärt mich gerne auf, wenn ihr es bis hierhin ich nenne es mal nicht Walkthrough, ich nenne es mal Pilotprojekt für den Fall, dass alles die Scheiße runtergeht irgendwo, wenn ihr es bis hierhin noch ausgehalten habt. So, ein Level Up nach dem anderen, das gefällt mir doch sehr. Und der Junge geht bald auf die 200 HP zu. Das ist schon echt eine Ausnummer. Also ich glaube, sonst, wenn ich hier bin, bin ich vielleicht sogar bei 100. Ja, so ein bisschen über die 100 vielleicht. Zumindest wenn ich nicht aufgelevelt habe. Was ich eigentlich auch nicht mehr mache, weil ich diesen komischen Bossgegner hier nicht mehr so als Bedrohung empfinde wie im Jahr 1994. So, erstmal ein bisschen heilen, weil wir sind jetzt, glaube ich, da. Ja, noch ein paar hier durch diese Stühle durchboxen. Alles klar, und dann ist die Alte hier.
such fussy little children. I think you remember this lesson for a while. Ja, nee, die habe ich schon als Kind gelernt. Danke. Now then, allow me the pleasure of sending you to Master Thanatos. Thanatos heißt er hier. Das ist einer der letzten Bossgegner in Final Fantasy IX übrigens. Da gibt es auch eine Diebesbande namens Tantalus. Schöne Connection, oder? Naja. Ist halt Square, ne? Aber ja, okay. Ja, du hast ihn zu den Ruinen gesendet. Bla bla bla. Lady ist traurig. Bla bla bla. Ich verfütter euch an irgend so ein Ding. Bla bla bla. Und dann fängt irgendwann die Folter an. Unforgivable. It's of nothing but walking flesh. Das wird dann das Ende sein. Cute little tiger, ja. Oh Mann, das kann was werden. Und dann ging es los. Die Folter beginnt. Oh Gott. Ja, das ist schon mal ein geiler Start. So. Oh, aber wir können diesen Angriff blocken. Das nimmt ihm schon mal eine große Gefahr. Jetzt muss der Arsch nur nicht irgendwo oben hingehen. Solange wir ihn hier unten verprügeln können, soll mir das recht sein. Oh, scheiße. Und ja, jetzt kommt genau das, was so abgöttisch problematisch ist, wenn diese olle Hackfresse da mit dem langgezogenen Kinn ihren schlechten Mundgeruch auspackt. Da sind wir genau an dem Punkt, wo wir jetzt wahrscheinlich kaum noch eine Chance haben, dem irgendwie eine drüber zu geben. Ja, oder nur ein klein wenig. Oh, scheiße. Ja, okay, den Jungen können wir jetzt einmal ruhig sterben lassen. Den holen wir uns gleich zurück. Ja, 5 haben wir noch den, okay. Der soll jetzt mal echt seinen Arsch hier wieder runter bewegen, der dumme Drecksack hier. Weil er ist natürlich, während er diese Angriffsanimation hat, ist der Arsch natürlich hier unverwundbar, wie wir das hier sehen. Ja, okay. Sterben wir halt ein. Ja, genau. Ein nach dem anderen spammt er seine Scheißmagie über uns drüber. Und Koboldin ist gleich tot. Ist jetzt tot. Ja, läuft gerade als lebende Leiche weiter. Ich kann sie nicht wiederbeleben. Ja, okay. So, jetzt müssen wir echt was unternehmen. Ja, nehmen wir eine Schuppe hier. Das war ein bisschen Overkill, aber er ist wieder unten. Das ist das, was zählt. Und jetzt kommt Gangbang hier. Yo, feste drauf und er ist tot. Yeah! Haha! Ja, damit ist das Spiel eigentlich zu Ende. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Spiel vorbei, Spiel ist zu Ende. Der schwerste Bossgegner ist im Eimer. Sauber. Ja, und dann genießen wir die Melodie des Triumphes. Und Lady hat ja gerade zu der Hexe gesagt, dein Verhalten ist unverzeihlich und dann müsste sie jetzt ja eigentlich sie gleich exekutieren. I'm sorry. Ja, ihr und sie und ihre
Kräuter, die sie sich durch die Nase gezogen hat. Ne? Die sind ausgestorben im Wald, weil sie die alle wahrscheinlich schon weggeraucht hat oder so. Und dann kam natürlich der Drogendealer vorbei und hat mal eben gesagt, hier, jo, aber dafür musst du halt jetzt den Leuten hier mal schön die Lebenskraft entziehen. Damit ich eben wieder neue von denen anbauen kann. Die werden aus, diese Heilkräuter werden aus Lebenskraft von Menschen gewonnen, steht da oben drin. Für alle, die kein Englisch können. Von daher, ja. Sie ist jetzt nur noch eine gewöhnliche alte Lady. Sie hat natürlich keine magische Kraft mehr, weil jetzt würde sie ja uns helfen, aber natürlich, wenn sie uns helfen soll, dann hat sie keine Power und keine Kräfte mehr und auch keine irgendwelche Tiger, die sie uns an die Seite stellen kann, die uns helfen würden. Von daher ist doch alles für die Banane. Aber wir haben endlich die Peitsche im Sack. Das war eigentlich mal so eine meiner Lieblingswaffen, weil die hat eben ordentlich Reichweite. Und die kann man auch relativ schnell hintereinander abfeuern. So, hier ist... Okay, da ist keiner mehr. Die sind schon alle abgehauen. Ja, das ist verständlich. Wir will noch in so einem Drecksgebäude leben. Wo man kurze Zeit vorher noch irgendwelche Foltermethoden über sich hat ergehen lassen müssen. Und ja. Dann haben wir es geschafft hier. Wir sind triumphal hier raus. Und Dailag ist immer noch am Leben. Gott sei Dank. Shine, canst thou hear me? Come to the water palace immediately. Master Luca, I wonder what's going on. I have to go now. My planet needs me. Geil. Dailag is my whole life. Und sie lacht sich noch wieder eins. I'm in for the long haul. Ja. Das heißt, wir haben Boldi oder Blödi bis zum Ende unserer Tage an der Backe. Aber wir können ja jetzt eine Abkürzung nehmen. Weil wir ja die Peitsche in unserem Besitz haben. Und da merke ich gerade schon etwas an der Peitsche, was mir extrem auf die Nüsse geht, was wir hier gemacht haben. Wenn wir die Gegner treffen, werden die auf uns zugeschleudert. Aber das macht die Peitsche gerade irgendwie extrem uncool für diesen Turbo-Patch. Weil der natürlich darauf aufgelegt ist, dass wir die Gegner schnell hintereinander treffen. Und wenn die auf uns zugeschleudert werden, sind sie außerhalb der Hitbox der Peitsche. Das ist irgendwie ziemlich kacke und Schwert und Stuhl. Und was macht Birdie hier? Was macht Birdie hier? Ich weiß es nicht, aber... Was macht Birdie hier? Aber weil er hier ist, habe ich den Glauben zurückgewonnen, dass wir den Wucherkater in der Mana-Festung finden können. Ich glaube wieder dran. Der existiert in diesem Spiel. Ich bin mir sicher. Und er wird das Rubin-Diadem verkaufen. Die Legende lebt. Die Legende lebt. Heilige Scheiße, Mann. Was haben wir heute bloß zu uns genommen? Außer ein bisschen Saft. Naja, wir gehen erstmal zu der Alten hier wieder hin und ja, ich glaube, es ist... ja, ein bisschen geht noch. Komm, hier die Dingeshöhle da, die machen wir noch und dann ist denke ich, gut für heute erstmal. If you journey east along the palace, there is a cave behind the waterfall where the water spirit Undyne resides. She has long maintained a magical barrier around the palace, but that barrier has suddenly collapsed. I worry that she's in danger. Ja, nicht I wonder. Ja, lesen müsste man auch kennen. Zu viel Glaube an Wucherkater an bestimmten Stellen können dazu führen, dass man möglicherweise nicht mehr richtig liest.
Naja, okay, gut. So, die Höhle machen wir hier noch. Die ist ja nicht sehr lang. Den Bossgegner kriegen wir bestimmt auch noch hin. Genauso wie diese paar dämlichen Fische hier. Oh, das ist echt nervig, dass wenn wir mit der Peitsche jemanden treffen, dass die Gegner sich dann auf uns zu bewegen. Das nervt mal echt so ziemlich, muss ich sagen. Ja gut, wir werden die trotzdem mal aufleveln. So. Bei ihm hier könnte das uns eigentlich wieder zunutze kommen. Oh, 41 Schaden. Das ist heftig. Alter Verwalter, ey, wird dieser Bosskampf jetzt härter als unser Tiger-Freund da von der Kellogg's Frosties-Packung? Die wecken den Tiger in dir, wa? Ja, ich lass die erstmal tot. So makaber das auch klingen mag. So, jetzt holen wir die Alte wieder, aber der wird wahrscheinlich noch stärker sein, aber wir positionieren uns hier einfach mal ganz klug. Mit der Peitsche wird er nicht nach vorne geschleudert, weil er die Hitbox eines Bossgegners hat. Chomp Lizard. Und hauen einfach mal feste drauf. Es kann jetzt natürlich, also der wird natürlich mehr HP haben als im normalen Spiel. Die Frage ist, ob der auch mehr Magiepunkte hat als im normalen Spiel. Weil der heilt sich ja immer mal zwischendurch. Ja, jetzt fängt er an. 190. Boah, alter Verwalter. Ey. Also normalerweise konnte er sich dreimal heilen, weil er eben 6 Magiepunkte hat. Aber das sind hier jetzt... Also okay, der hat mehr. Frage ist nur, wie viel. Ja, der hält sich jetzt schon wieder. Dann könnte das vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern. Oh, scheiße. Und ich krieg Schluck auf. Super. Alter Mann, wie oft kann er sich heilen? Okay, ich habe jetzt... Jetzt haben wir genug gesehen. Jetzt müssen die anderen auch mithauen. Auch wenn der exklatant viel Schaden macht. Kann man das so sagen? Macht das Sinn? Ja, und mal eben wieder Boldi gekillt. Und der heilt sich weiter. Wahrscheinlich hat er 99 Magiepunkte oder so. Ja, okay, er ist down. Ich hatte schon so meine Befürchtung. So, dann kriegen wir jetzt endlich mal ein wenig Magic. Thank you, I am the water spirit Undyne. I will lend you my powers in gratitude. The powers of we mana spirits depend on the one who summons us. Depends. Danke. For Lady, the magic of recovery and defense. For Baldi, the ability to attack the enemy with the power of water and ice. Let's kick some ice. What about me? What about Raven? You who do the mana sword cannot use magic. Aww. If the wielder of the mana sword were to do so, they may lose their lives when the power of magic and their sword combine. Oh, das ist mal eine Erklärung, warum der Junge keine Magie nutzen kann.
Er würde sterben, wenn die, wenn Magie und das Schwert sich vereinen, aber stirbt er dann auch, wenn jetzt zum Beispiel Lady ihm eine Wasserklinge gibt? Na gut, sie kommt dann nicht von ihm selbst, diese magische Wirkung, aber naja, gut. Ja, sie sagt ja, Lady can cast this magic, also sollte das kein Problem sein, wenn die von Anna kommt. Ja. Und wir haben, ja, den Javelin, das ist der Wurfspeer. Der eigentlich im normalen Spiel, ach, was heißt im normalen Spiel, in der deutschen Übersetzung Speer heißt. Und die Waffe, die hier Speer heißt, heißt eben Lanze. I'm a wizard. I was already a boss. So, dann gucken wir doch mal. Oh, und die Analysemagie ist hier bei Frosta. Die ist doch eigentlich erst bei Elektra. Das heißt also, wir müssen wohl auch damit rechnen, dass bei manchen... Oh, was ist das jetzt mit der L-Taste für ein Menü? Oh, ist das irgendwie so ein Schnellmenü? Komme ich jetzt gerade irgendwie nicht drauf klar? Nee, irgendwie funktioniert da nichts. Oder ich verstehe es gerade nicht. Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie so ein Schnellmenü, was ganz cool sein könnte, aber ich keine Ahnung habe, was da passieren soll. Naja, was ich auf jeden Fall sagen muss... Oh, ja, das ist eine Zusatz-Cutscene. Good thing you didn't get any attack magic, Big Sis. Just what are you trying to say? If you use too much strong magic, you turn into a scary witch for sure. Shots fired. Worse than Erinys. I don't need any strong magic to be a scary witch. Oh, ja. Da gibt's keinen Konter mehr für. Und der gute Schein, der lacht sich den Arsch ab. Das ist echt lustig. Ah, okay. Und unsere Magiepunkte werden auch unten in der Leiste angezeigt. Können wir vielleicht mal gerade so ein bisschen... mal hier austesten. Okay, also bei der Koboldin, da sind die Zauber hier zumindest die gleichen. Oh, und wir können die gar nicht so schnell hintereinander spammen. Gerade kurz... Achso, ne, ach, wir können die gar nicht direkt zu den anderen Charakteren umschalten. Ah, okay. Das ist schon mal sehr scheiße. Das Spiel erlaubt uns nicht, die so schnell hintereinander zu spammen, wie es im normalen Spiel der Fall wäre. Das könnte bei einigen Bossgegnern echt Probleme bereiten. Naja, aber gut. So, ich glaube, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur ich glaube, sondern ich werde jetzt an dieser Stelle mal eine Pause machen. Ich gucke nochmal kurz wegen diesem Menü irgendwie. Werde ich nicht... Ah, okay, das sieht aus wie das Magiesymbol. Nee, keine Ahnung. Naja, okay, ich werde dann, abspeichern hier, dann werde ich eine Pause machen und werde dann offline die Zauber schon mal auf das erste Level bringen. Damit wir das auch schon mal haben. Ja, hier komme ich irgendwie... Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Müsste ich mir vielleicht meine Anleitung durchlesen oder so. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock da drauf. Ich habe irgendwie richtig Bock, das zu spielen, weil dieser Turbo-Patch, der macht echt Laune, muss ich sagen. Aber gut, so, wir werden dann jetzt einmal abspeichern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.